Mein Name. In einer Form, wie sie bisher nicht da gewesen ist. Also alles auf dem allerneuesten Stand hier. Bank. Erleben Sie jetzt den Mann, der uns verrät, wie Innovation in der Zukunft entsteht und was sie braucht, um Wirklichkeit zu werden. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet auf den Charts. Und jetzt will ich Ihnen einfach mal so ein Stück weit den Vorhang hochheben. Düsseldorf ist Hauptstadt der ETK-Branche und interessanterweise ja viele auch auf dieser Seite des Rheins. Sie sind in das Zeitalter des Internets geboren worden. Sie sind sogenannte Digital Natives. Und diese Menschen, die sind sehr wichtig für Innovation. Eine Technologie ist integraler Bestandteil ihres Lebens. Parallel, Multitasking, mehrere Dinge gleichzeitig. Wir haben einen eminent fehlenden Wissenstransfer. Ich zeige Ihnen das deshalb, es gibt ja ganz viele Flaschen auf der Welt. Ich meine ja nun nicht die, die glatzköpfig auf einer Bühne stehen. Deutschland ist eindeutig Schrumpfland. Und damit meine ich nicht Herrn Boning, ich meine eindeutig die Bevölkerungszahl. Nicht der Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber muss sich bewerben. Ein paar Fragen hätte ich noch, wenn ich Sie noch einmal auf die Bühne zum Coworking einladen darf. Das ist jetzt ja wahrscheinlich die Retourkutsche wegen des Schrumpfens heute. Nein, nein, da muss ich mir noch was ganz anderes einfallen lassen. Habe ich doch was vorbereitet. Heißt, die Komposition aus verschiedenen Elementen bedeutet erstmal gar nichts. Wenn Sie die Zutaten haben, so ich persönlich, mag am liebsten, wenn es um was Süßes geht, Bienenstich von meiner Mutter gebacken. Mehl, Ei, Butter, Mandeln und Zucker. Mit diesen Zutaten können Sie auch ganz was Grauenhaftes backen. Oder Sie können etwas machen, was einzigartig wird. Wenn die nicht sagen, dass das wird hier so passieren, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Und da haben Sie gesagt, stimmt, wir machen das so. So entsteht Innovation. Achtung, Live-Schaltung. Guten Abend, Dr. Lauterbach. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Dr. Lauterbach, können Sie uns kurz Ihr Unternehmen vorstellen? Man muss immer wieder dafür sorgen, dass die Leute miteinander in Kontakt treten, dass sie sich persönlich treffen. Da ist Coworking das Mittel der Wahl, weil man das digitale Zusammenkommen nicht durch menschliche Beziehungen ersetzen kann. Auch das Schlusswort gehört Ihnen. Ich wünsche Ihnen heute hier viele neue Erkenntnisse, gemeinsam sehr viel Spaß bei der Veranstaltung. Ja, das war er, live, so dass ich die Fragen nicht durcheinander bekommen habe. Ich habe wie immer Frau Illichmann in meine Aktentasche mit hierher gebracht. Und ich habe Frau Illichmann gebeten, draußen vor der Tür mal was Nettes vorzubereiten, anzuschrauben und auf den Haken zu nehmen. Kommen Sie alle bitte einfach mal mit nach draußen. Da wartet etwas ganz Gewaltiges auf Sie. Keiner weiß, was passiert. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Das Kind hat also jetzt einen Namen, Kalan. Und das K steht für Knowledge. Das heißt zusammenkommen. Know-how teilen, Dinge gemeinsam lösen. Teamarbeit ist also angesagt. Suchen Sie sich spätestens jetzt einen geeigneten Traumpartner oder eine Traumpartnerin und absolvieren Sie gemeinsam den Netzwerkparcours. Ich spiele sehr, sehr ungern. Darum bin ich besonders glaubwürdig. Diese Spiele
Spiele, die hier für Sie, meine Damen und Herren, vorbereitet sind, machen einen riesen Spaß. Ich habe mich gefreut, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Welches Team ist jetzt am besten vernetzt? Wir schließen jetzt den Parcours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schluss. Wissen wir denn schon, wie wir abgeschnitten haben? Wir haben nämlich gerade eben ein Team gebildet, wir beide. Es wartet nun eine weitere Weltpremiere auf Sie. Die Live-Online-Schaltung des neuen Carlan-Webportals. Carlan, so heißt unser Maskottchen, ist wendig, schnell und frisst Seesterne. Wir stellen den Tisch mal wieder auf. Sicher? Wir wollen ja nicht, dass Geht das? So, der Tisch ist da. Keine besseren und perfekteren Rahmenbedingungen als hier im Carlan, insbesondere für wissensbasierte Player. Herr Badouvakis, nicht so ungut, aber irgendwie sehen Sie beide jetzt nicht so aus wie die Innovationshäuptlinge. Angenommen, ich hätte jetzt eine Firma und wollte hier rein. Wie sieht das aus? Nun, Herr Bulling, wenn Wissensnetzwerke für Sie nicht wichtig sind, dann haben Sie auch kaum Chance, ins Carlan zu kommen. Wenn aber doch, dann steigen Ihre Chancen. Mhm. Und alle anderen müssen dann ausbleiben. Ja, schade. Für alle, die sich wirklich informieren wollen, empfehlen wir das neue Webportal. Und es müsste jetzt online sein. Also genau, wir können das auch gleich mal hier. Das ist es wahrscheinlich schon, oder Regie? Ja. Für die Fleißigen gibt es umfangreiche, fast unerschöpfliche Informationen. Mit Fingergymnastik. So, das waren jetzt eine ganze Menge Informationen auf einmal. Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie mir jetzt einfach mal in den Showroom.